Ihr lieben Wassermänner, wir schauen in die zweite Jahreshälfte. Was darf ich euch mitgeben, eurem Kollektiv? Wir haben hier das achte Haus für euch. Das ist ein Haus des Elementes Wassers, verbunden auch mit den Sternzeichen Fische, Krebs und Skorpion. Und es geht um Schattenthemen, Erbschaften und das Geld der anderen. Und ihr habt unten noch am Deck das elfte Haus, ein Haus des Elementes Luft. Da gehört ja dazu, Zwillinge, Waage, Wassermann. Und es geht um eure Träume, Hoffnungen und Wünsche. Da hast du sie schon, die Schattenthemen. Hier liegt aber auch irgendwie ein Erfolg, eine Wende, ein Drehen deiner Gefühlslage. Erfolg, der irgendwie auch zum Greifen nahe ist. Emotionen, die wieder so das Glück in dein Leben bringen. Das Überwinden eines Schattenthemas. Eine Phase, die überstanden wurde. Und du denkst über neue Wege nach oder darüber, Entscheidungen zu treffen. Es kann jetzt hier auch sein, dass du emotional ein bisschen wankend bist, wie die neuen Wege aussehen, welche Option du nutzt, wo du irgendwo etwas neu kreierst, neu startest oder im Kleineren auf den Weg bringst. Möglicherweise verreist du. Hier ist eine Person sehr wichtig für dich. Das kann jetzt deine eigene Mutter sein oder irgendjemanden, dem du vertraust, der in der näheren Zeit wichtig für dich ist. Möglicherweise verreist du zu jemanden oder mit einer weiblichen Person und hast hier sehr gute Impulse. Wenn du nicht verreist, ist es hier einfach das Unterwegssein, die Lebensreise. Da liegt ein Mann in deinem Haus. Es kann um dein Gegenüber gehen. Wenn du Single bist, kannst du hier jemanden kennenlernen. Du investierst sehr viel Energie. Und trotzdem gibt es irgendwo einen Konflikt. Vielleicht hast du den in dir selbst, dass du sagst, ich muss irgendwo eine Grenze ziehen. Ich muss mich durchsetzen, ich muss mich streitbar machen. Ich möchte meine Träume mal durchsetzen oder umsetzen. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass du alles alleine machen musst oder sehr auf dich selbst fokussiert bist, weil du es musst, ne? Nicht, weil du es möchtest. Es wird sehr viel verlangt und du bist am Bedienen deines Umfeldes und möchtest am liebsten mal auch deine Ruhe. Und du hast hier die schicksalshaften Wege dabei. Ne? Hier können auch Mutterthemen eine Rolle spielen. Ein bisschen Stress ist hier mit dabei, aber die Legung ist in der Mitte stressreduzierend. Ne? Gespräche sind hier wichtig. Ein guter Push nach vorne. Ja, es geht ein bisschen um deine Lebensreise und deine Lebensaufgabe. Die hat hier viel mit Kommunikation zu tun oder auch mit Kunst. Auf jeden Fall darfst du dich hier von deinem Weg nicht abbringen lassen, sondern du wirst näher zu dem Weg kommen, wo du persönlich deinen Erfolg abholst. Ja, nimm deine persönliche Macht an. Hier hast du den Drachen.
Ermächtige dich auch selbst, ne? Stell dich in die Mitte, beanspruche, nimm die Herrschaft über dein Leben ein, mach das Steuerruder dahin, wo du hin möchtest. Und es geht sehr viel darum, auch diese Begrenzungen abzulegen. Von dir wird sehr viel gefordert und du erfüllst, aber du lebst irgendwo auch ein Stückchen weit an deinem Leben vorbei. Du kannst deine Gaben hier zielgerecht auch einsetzen, aber du tust es nicht, du hältst etwas zurück und du brauchst deine Stärke nicht unterdrücken, das ist eine Gabe, ne? Und hier schlummert noch sehr vieles, was du noch gar nicht entdeckt hast. Und ich glaube, es geht darum, von diesem Teil etwas in die Welt zu bringen. Also anmutig sein, die eigene Macht zur Geltung bringen, den eigenen Weg in den Vordergrund stellen. Falls du ein Gegenüber hast, kann es hier auch um Themen gehen aus der Vergangenheit, wo andere Personen mit involviert waren, wo es vielleicht immer wieder zum Streit oder zu Diskussionen kam. Ja, du hast das Opossum. Du brauchst eine neue Strategie sozusagen. Hier sollst du nicht aufgeben. Das Genie in dir kennt die Wege, die du gehen sollst. Und das Leben ist ein Spiel, spiele mit, heißt es hier. Geh mit Strategie an die Dinge, dann kannst du die Lebenslagen verändern, Ziele verwirklichen und dann auch langfristig meistern. Wenn du hier noch ein bisschen zögerst, du hast ja hier den Push nach vorne, dann denke daran, dass deine innere Führung dir dann, wenn es Zeit dafür ist, den richtigen Impuls sendet. Und bleib dann auch handlungsbereit, ne? Du hast einen größeren Handlungsspielraum, als du bisher denkst. Und du darfst agieren, anstatt zu reagieren. Du darfst auch mal so handeln, wie man es von dir nicht gewohnt ist. Die Zwerguhreule. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an. Setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst und sprich deine Wahrheit aus. Hier hast du das Mädesüß, ne? Das sagt schon alles. Versuche mal dein Leben dir zu versüßen. Tu dir etwas Gutes. Das ist ein Balsam für deine Seele. Und das Mädesüß ist auch ein Begleiter bei Übergängen und neuen Freundschaften und Liebesbeziehungen. Ihr lieben Wassermänner, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.